Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt.陛下は60年を超える激動の昭和を振り返られて、最も嬉しく思うのは、国民の努力で戦後の復興がなり、今日の繁栄を築き上げたことですと話されていました。 Das heißt, der Führer wird heute nach Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, es ist sinnlos. Es bleiben im Raum. Stalin! Ich war eher von der Akademie. Ganz Europa erobert. Von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen. Bis. Es ist mein Wille. Jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Der November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten. Ich verbitte mir diesen Ton. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Ja.
selbst sagen. Gerüchte? Et l'Algérie. Ah, je n'ai jamais cru que je pourrais, d'un instant à l'autre, trancher ce problème posé depuis 130 ans. La route droite et claire qui doit mener l'Algérie vers la paix. Le gouvernement a adopté, le Parlement a approuvé cette décision de la France. Noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà stesa nello spasimo della vittoria. Che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja, ja,